Okay, wir sind gerade aus dem Rainbow Magic Land zurück und wir sind jetzt die letzte Nacht hier in Rom in diesem Hotel. Also wir sind immer noch im selben Hotel wie seit vier Nächten, glaube ich, oder? Naja, die eine Nacht. Außer, egal, es war nicht geplant, dass wir eine Nacht woanders pennen müssen. Jedenfalls wollten wir noch den Pool testen, weil wir haben hier ein Hotel mit Pool. Zeig ihn doch grad mal. Ach so, ja. Ich kann ihn zeigen, genau, da ist gerade niemand. Inklusive Ranzoom. Ja, da gehen wir jetzt baden. Ja. Jetzt habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir und zwar wegen den ganzen Videodateien. Ich habe natürlich nicht genug Speicherkarten mit. Und ich habe jetzt meinen Laptop dabei. Und ja, jetzt muss ich erstmal alle Videos von allen vier Speicherkarten, die ich bisher voll gemacht habe, nee, sogar fünf schon. Jochen hat mir nämlich noch eine ausgeliehen, weil die anderen vier schon voll waren. Muss ich jetzt auf den Laptop laden. Jetzt habe ich vorgestern festgestellt, dass auf meinem Laptop auch fast kein Speicher mehr ist. Das heißt, ich muss jetzt erst ein paar Videos löschen von Parkbesuchen von anderen Parks, die halt eh nicht so wichtig sind, aber es ist ein bisschen blöd, das jetzt zu machen. Genau, ja, da sind meine Speicherkarten. Da lädt mein Akku für die Kamera für morgen. Das ist mein neues T-Shirt. Ich bin mega stolz drauf und mega happy, ein Rainbow Magic Land T-Shirt zu besitzen. Also der Park an sich ist ja nicht so, ist ja normal, ne? Also nichts großartig Besonderes, aber auch nicht schlecht. Aber ich finde den Namen des Parks, Rainbow Magic Land, einfach, es klingt einfach so assi. Es klingt einfach, als wäre das so ein Gammel-Assi-Park irgendwie. Also, weiß ich, ich feiere das einfach total. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Was ihr dachtet, als ihr zum ersten Mal den Namen Rainbow Magic Land gehört habt, ob ihr auch dachtet, dass das so ein Assi-Park ist. Und ich bin natürlich nicht die einzige Person, die sich so ein geiles T-Shirt gekauft hat. Hier wäre noch Matthias in der Schwarz Edition. Und jetzt kommt Jochen mit der geilsten Edition. Die sind so geil. Gibt's bei Edeka. Sind immer sofort ausverkauft, also Knoblauch, ne? Ich liebe diese Dinger. Wir haben uns letztes Mal 4 Packungen davon gekauft, weil die einfach immer sofort ausverkauft sind und wir halt einen Vorrat davon haben wollten. Und ja, das gönne ich mir jetzt zum Abendessen, während die anderen unten chillen und ich hier am Arbeiten bin, respektive am meinen Laptop anstarren bin, der sehr langsam lädt. So, es ist mal wieder früh morgens. Wir fahren gleich zum nächsten Park, der ein bisschen weiter weg ist. Fiabilandia. Und erst wollte ich euch noch kurz was zeigen. Und zwar hat Marius sich gestern eine Pizza bestellt und hier draußen hingestellt. Und passiert ist Folgendes. Muss ich irgendwie umdrehen, keine Ahnung. Deine auch nicht. Hi Matthias! Hallo. Wir befinden uns gerade an einer Tankstelle und in Italien ist es bei, ich weiß gar nicht, ob bei allen, du musst auf die Kuppen treten. Bei allen Tankstellen so, dass es Self und Service gibt. Service heißt, dass dir einer für dich tankt und es ist einfach viel teurer dann. Du musst auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht an so eine Tanke geht, weil. Es lohnt sich einfach nicht mehr Geld zu bezahlen dafür. Ja, wir müssen senden, weil der Tankdeckel auf der anderen Seite ist und das Ding zu kurz ist.